Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Promotion Game meines Rankeds, meiner Solo bzw. Duo Rankeds, genau. Und zwar bin ich in Season 5, nicht Season, oh Gott, in Silber 5, genau, Liga Silber, also Silberne Liga, Division 5. Und bin gerade in den Promotion Games, das erste habt ihr hoffentlich gesehen, was eine Niederlage war, mit Caitlyn als AD Carry. Und heute, bzw. in diesem Spiel dachte ich mir, komm, machst du mal das, was du so eigentlich am besten kannst, und zwar Jungles du. Und dazu habe ich mir den guten alten Hecarim geschnappt. Hecarim im Moment ein sehr gefürchteter Pick. Ich versuche ihn halt so immer so gut wie möglich, wenn ich First Pick bin, ihn zu bekommen. Weil er unglaublich stark ist. Ihr werdet auch sehen, sein Gank-Potenzial bzw. Late-Game-Potenzial ist wirklich enorm. Und freue mich schon auf dieses Spiel. Also zweites Promotion-Game, wenn wir das verlieren, dann... Ja, was ist mit den Promotion Games? Also wird's nichts mit Silber 4, sondern dann wieder zurück Silber 5 und dann nochmal auf 100 Punkte hochkämpfen. Mein Premade ist Rital out, ASD, ASD. Spielt Soraka. Ich würde sagen, wir machen mal ganz unauffällig diese Switches. Und zwar werde ich euch gleich noch sagen, zack, wer was spielt. So, wie schon gesagt, ich spiele im Jungle. Bei den Gegnern im Jungle spielt Lee Sin. Wird auch etwas seltener gesehen, finde ich. Also habe ich das Gefühl, dass Lee Sin etwas weniger gespielt wird. Wir sind das rote Team. Wir starten hier oben, um das nochmal kurz klarzustellen. Auf der Top Lane ein Jax. Auch ein sehr beliebter Pick, finde ich. Auch wirklich sehr stark. Bei den Gegnern auf der Top Shyvana. Finde ich, wird auch etwas seltener gesehen. Da hätte ich, keine Ahnung, weiß nicht, so ein Jace oder so hätte ich jetzt erwartet oder sowas. Aber gut. Oh, Botlane kassiert schon richtig bei den Golems. Auf der Botlane bei den Gegnern ist Tristana und Leona gegen Ezreal und Soraka. In der Mitte ein richtig guter Fight. Und zwar Twisted Fate gegen Lux. Beide sehr starke Champions. Twisted Fate und Jax bei uns im Team haben beide Teleport mitgenommen. Wobei Twisted Fate selbst noch eine Ulti hat, mit der er sich selbst irgendwo hinporten kann. Also er deckt alle Gegner auf, einmal für eine kurze Zeit, und kann sich dann irgendwo hinporten. Range ist relativ groß. Das reicht locker von der Mitte aus, wenn er irgendwo hier hinläuft, dass er komplett auf die Top Lane gehen kann. Oder wenn er hier runterläuft, dass er komplett auf die Bot Lane gehen kann. Early Gank von Lee Sin war zu erwarten. Direkt nachdem er Red gemacht hat, kommt er runter und gankt einmal ganz kurz, sagt mal Hallo. Ich mache wie gewohnt Red Buff und werde dann die Mitte ganken. Also so mein Plan. Alle starten eigentlich relativ normal. Jax hat sich Armor geholt, die Toplane hat sich Armor geholt. Unten wird gepinkt. Ah, nichts weiter passiert. Ich starte mit der Machete, Lee Sin startet mit Machete. Lee Sin hat im Übrigen keine Pots mehr. Ich habe noch zwei bei mir. So, Shyvana hat gewardet, was ich nicht gesehen habe, dass sie eine Ward hatte. Da ist jetzt die Überlegung, soll ich jetzt ganken, aber ich glaube, ich lasse es, mach Golems, Mitte, ging auch nicht wirklich, war vorhin etwas weiter hinten, soweit ich weiß. Da habe ich geschrieben, dass gepinkt, gewarnet wurde. Ah, und die Mitte bekommt ihren Blue Buff, relativ früh, dritte Minute. Normalerweise dachte ich, dass Lee Sin den für sich selbst in Anspruch nimmt. So, da alle Miss waren, hatte ich ein bisschen Angst im Jungle, hier allein rumzulaufen, weil Lee Sin könnte irgendwo hier stecken. Werde jetzt auch die Geister machen, bin danach, glaube ich, sogar Level 4. Und könnte Mitte ganken, also sie ist relativ weit vorne. Ich hätte jetzt von hier aus wunderbar ganken können, beziehungsweise von hier unten. Lee Sin geht B, aber hat nicht mehr so viel AP. Ich habe einen Healpot reingeworfen, bin Level 4. So, er wurde gecatcht. Heißt für mich, kann es ganken. Zack, jetzt kommt der Stun von ihm raus. Ein Hit von ihm, First Blood. Das meine ich, einfach das Gank-Potenzial von Hecarim ist so krass enorm. Vor allem hat er ja einen Spell, mit dem er sich selbst Speed geben kann. Und wenn man das in Kombination mit dem W-Spell, also mit dem Kreis, den er um sich machen kann, plus sein Q, also wo er seine Lanze schlägt, macht, ist es wirklich zu stark. Zudem habe ich noch Ghost mitgenommen. Ich glaube, ich habe Ghost sogar gezündet für diesen Gank. Wo bin ich? Da ist nicht auf Cooldown. Okay, habe ich nicht gezündet.
Ah, die Gegner machen Gank da unten, nichts passiert. Gut. Ghost, einfach aus dem Grund, weil das Passiv von Hecarim ist, 12,5% seines Bonus Movement Speeds kriegt er als Attack Damage. Das heißt, ich habe Masteries of Attack Speed, ich habe Rune Attack Speed und habe Ghost mitgenommen. Das heißt, in Kombination auch mit dem E-Spell plus dem... Oh, der hat mich nicht gesehen. In Kombination mit dem E-Spell und Ghost ist es halt sehr stark. Ich habe meinen Ghost noch und Gegner haben hier nicht gewardet. Ich habe gepinkt auf Tristana, go, hab Ghost gezündet, jetzt Ghost gezündet, E-Spell an, sehr gut, Flash ist raus, jetzt auf Leona, nächster Flash ist raus, Ezreal kriegt den Kill und hier brechen wir leider ab, ja. Ich habe nicht getroffen, leider, Auto hätte noch treffen müssen, plus der Q, sie wäre tot gewesen. Aber es steht 0-2, ich habe zweimal gegankt, habe zwei Assists bekommen, bin ganz zufrieden. Und Lee Sin weiß halt wieder nicht, was er tun soll. Und ein Teleport auf die Top-Lane. Man sieht, die Shyvana hat sich interessiert, dass da jemand hinkommt anscheinend. Hätte klar sein müssen, dass sie direkt was kassiert, wenn da was, wenn der Jax auftaucht. Ich hätte die Geister machen müssen, habe ich aber dazu entschieden, nochmal in die Mitte zu gehen, weil ich glaube, sie hat keinen Flash. Doch, sie hat noch Flash. Ja, warum er nicht hinterher ist, weiß ich nicht. Und sie ist geflasht. Sie war sicher, also... Jetzt, ganz ehrlich, sie war, in dieser Position war sie sicher. Sie war ja schon hier, ne? Irgendwo hier. Und flasht dann trotzdem nochmal zum Tower. Also das sind so immer so die Panik-Flashs, wenn man denkt, hier, ich könnte jetzt sterben. Und flasht dann doch lieber weg. Ich meine, Twisted Fate hat kein Ignite. Ja, das heißt, er hätte sie nicht wirklich finishen können. Und ein Tower-Dive von uns wäre dumm gewesen, weil sie ja einen Stun hat. Also ich hätte sie nicht gedived. Ich hätte sie um Gottes Willen nicht gedived. Gegner haben unten gewardet. Ich kann eh nicht mehr ganken. Ich habe keine Healpots mehr. Versuche noch, die hier mitzunehmen. Werde dann wahrscheinlich nicht Level 6 sein. Oder? Nein. Aber ich gehe jetzt, denke ich mal, B, ganz genau. Habe auch 1000... Ah, schade. Ne, nur 1400 Gold im Moment. Mitte wird gegankt. Twisted Fate hat nicht aufgepasst. Falsche Karte, versucht sie noch zu erledigen, ein Hit. Ein verdammter Auto-Hit. Und er hat sich entschieden wegzulaufen, obwohl er eh tot war. Ja, das ist wieder so eine Geschichte, wo ich es auch wieder nicht verstehen kann. Wenn ich weiß, ich bin tot, ja, also ich habe in dieser Situation verloren, weil Lee Sin war hier drin. Ich kann da nicht mehr entkommen, es ist unmöglich. Habe kein Flash ready. Und die Lux steht genau vor mir. Er hat sie getroffen mit seinem Spell, war ganz gut. Aber danach dann kein Auto-Hit mehr zu landen. War dann schon leicht Fail. Ja, passiert. Kann dem Besten passieren. Sollte nicht, aber kann. So, wir haben auch gepinkt, dass wir Blue Buff machen für den Twisted Fate. Den er natürlich bekommen wird. Ezreal geht back. Von der Last jetzt her... Oh. Okay, es hebt sich wieder auf. Der Twisted Fate farmt halt nicht ganz so gut wie die Lux. Was ich aber auch verstehen kann. Wir ganken jetzt die Botlane. Die haben gepink gewardet und sehen uns anscheinend nicht. Twisted Fate mit seiner Ulti. Ich gehe rein. Ich wurde gestunt. Sie springt rüber. Zack, ein Auto-Hit. Twisted Fate kriegt den einen Kill. Dritter Gank, dritter Assist. Da habe ich geultet, um den Kill zu sichern. Hier, oh, gedodged. Und jetzt renne ich einfach weg. Ich habe Ghost gezündet und bin jetzt einfach nur noch am Wegrennen. Seht ihr mal, wie schnell Hecarim ist. Also er kann locker entkommen. So, ich habe keinen Schiss gehabt jetzt in dieser Situation. Oh. Aber er entkommt. Komisch, dass es ein Fight ist, da oben, den er verliert. Sie hat sich Matrix gekauft. Was ihr Rüstung gibt, aber halt nur sinnvoll ist gegen Minions. Also kann sie ein bisschen besser farmen und pushen. Weiß nicht, warum er so Schwierigkeiten hat da oben. Leider. So, dann gehe ich jetzt mal auf die Top-Lane. Bin aber fast tot, deswegen entscheide ich mich doch wegzugehen, weil Jax eher auf dem Hinweg war. Lux bekommt den Blue. Das zweite Mal. Steht 1-4. Ganz in Ordnung mit einem 2000 Gold Vorsprung. Gegner, also unser Team scheint nicht irgendwelche Anstalten zu machen, sondern wirklich einfach nur gemütlich zu spielen. So,
sind alle, glaube ich, soweit ich weiß, fast schon Level 6. Soraka ist es schon, Leona ist es noch nicht. Ja, ansonsten sind alle schon über Level 6 und haben alle ihre Ultis. Ezreal farmt gleich mit der Tristana. Finde ich richtig gut. Twisted hängt noch ein bisschen nach. Hat aber gut geboardet hier oben. Jax führt von Last Hits. Ich auch, um einen. Weiß nicht, wieder gleich auf, okay. Zack, zack, zack. Die haben geboardet. Ah, die haben hier geboardet, okay. Ja, jetzt laufe ich da rein, werde gesehen. Aber wir sehen den Lee Sin auch. Nee, ach, den sehen wir nicht. Ah, ich habe ihn hier gesehen. Okay. Und daher war es klar, dass er noch drin steht. Das heißt, es ist ein Countergank jetzt. Also derjenige, der jetzt engaged von den beiden, sagt sozusagen das Go an. Ja. Und Twisted Fate startet. Das heißt, ich komme rein, er flasht zu mir und hat sein Flash gewastet. Weiß nicht, ob er nicht gesehen hat, dass ich da war oder so. Schade. Toplane wieder ein bisschen Action, geht aber. Wir sind auf dem Weg auf die Botlane. Da habe ich mich auch dazu entschieden. Ah, da ist geboardet. Vor Drache, okay. Ja, Leona engaged. Kein anderer macht mit. Heißt für mich, auch mal ein Go machen. Ich werde gesehen vom Lee Sin. Fighte den Lee Sin. Und dann heißt es auf sie töten. Habe ich noch meine Ulti gewastet, aber ich habe den Lee Sin. Alter, war das nice. Und der Snipe. Och, was ein süßer Snipe. Ah, richtig schlecht. Habe es zum Glück vorher gesehen. Weil die Mitte war auch Mist. Das heißt, irgendwas musste passieren. Ja, Lee Sin hat es eigentlich ganz gut gemacht, dass er mich Richtung Tower getreten hat. Meine Ulti kam eigentlich im Grunde genommen perfekt, weil der Lee Sin dann statt in den Tower zu rennen, nach hinten gefiert wurde oder gedrückt wurde. Ich weiß nicht, das ist kein Vier, oder? Enemies flee from Hacker Room. Okay, ja. Die laufen dann einfach nur weg von mir. Twisted Fate portet sich zu seiner Ward. Wird gesehen. Anscheinend nicht. Oh. Nein, sein Stun-Ding hat verfehlt. Oh, gut gemacht. Wie kann man eine Ward stellen? Pushen? Und nicht sehen, dass ein Gegner kommt. Weiß nicht, also einige Leute können diese Map hier unten nicht benutzen. Und die sind unfähig, diese Map zu benutzen. Ich weiß nicht warum. Weil ich es nicht schwer finde, immer wieder auf die Map zu gucken. Ich meine, gut, ich bin Jungler. Wenn ich AD Carry spiele, gucke ich da auch weniger drauf. Klar, weil ich mich auf die Last Hits konzentriere. Aber wenn ich schon am Pushen bin, ja, also wenn ich hier vorne stehe, dann muss ich ja das hier überwachen. Oder als wirklich diese Zone hier, weil die sehr gefährlich ist. Oh, sehr schön die Wave geklärt. Leona kriegt noch ein paar Tower-Hits ab. Das Feld geht wieder back, weil er sich anscheinend irgendetwas kaufen kann. Mit seinen 640 Gold. Und ich weiß nicht was. Ah, da wird gewardet vom Twisted Fate, das gepinkt vom Twisted Fate, das gewardet ist. Hier und hier, er hat's gesehen. Ja, aber zumal ich diese Wards auch sehr noobie finde. Also das sind unnötige Wards. Ich hätte hier. Zumal ich bin Hecarim, ja. Also ich kann problemlos von hier, wenn ich nicht gesehen werde, mit Ghost und mit meinem E-Spell hier reinrennen und sie töten. Ja, oder das gleiche von hier oder von. Keine Ahnung. Ich könnte komplett außen rum oder ich könnte von hier reinlaufen und dann von hier ganken. Also. Es ist kein großer Deal, das so zu machen. Deswegen, die Wards hier wären viel sicherer. Also hier, beziehungsweise hier oben. Genauso wie eher hier. Lux gankt die Toplane. Jax hat kein schönes Leben da oben. Stun verfehlt. Ja. Dort gepinkt, dass er Hilfe braucht. Ich gehe natürlich direkt nach oben. Er macht nochmal einen kleinen Go. Einfach nur um den Tower zu retten. Macht auch ganz gut. Twisted Fate pusht die Mitte. In der Zeit komme ich nach oben. Ja, Twisted Fate hat geultiert.
um nicht zu uns zu kommen. Ich wurde gestunt. Jax hat ein bisschen geschlafen, ist nicht mit rein. Da kommt die Lux-Ulti. Ich bin tot. Und der Jax kriegt noch einen mit. Ja. Stirbt aber ebenfalls, weil der Twisted Fate seine Ulti geused hat. Wir dachten, er kommt rein und er ist nicht geportet. Er hat einfach nur seine Ulti geused, um nichts zu tun, und ist aber nicht geportet. Sowas hasse ich. Wenn man Twisted Fate spielt, zündet seine Ulti und man benutzt sie nicht. Ja gut, ich bin gestorben, der Jax ist auch gestorben. War halt ein Double Kill für die Top Lane. Wird halt immer schwerer für den Jax eigentlich, dann da irgendwie zu fighten. Weil auch vom Farm her ist sie vorne. Und auch von zwei Kills, das heißt, sie müsste mehr Gold haben. Also er ist bei 4100, sie ist bei 4400. Blue Buff von den Gegnern ist ab und Twisted gönnt sich den. Ja, richtig gut. Da bin ich mir in der Zeit Blue. Ich habe mir jetzt auch Spirit of the Elder Lizard geholt. Einfach aus dem Grund, weil dann jeder Spell, den ich mache... Ah, Basic Attacks auch. Ah, sehr gut. Hinterlassen... Oh Gott, sehr gut. Ja, da feilt er jetzt ziemlich dumm. Ja. Und zwar machen die dann True Damage auf die Gegner. Also sowohl auf die normalen Gegner, als auch auf Monster, Minions etc. Und das ist wirklich ultimativ stark als Hackerin. Vor allem beim Jungeln, wenn ich da mit meinem Q-Spell treffe ich eh alle Minions dann immer in den ganzen Camps. Also hier so in den Camps. Und das macht dann schon gut Damage. Und dann ist auch relativ schnell beim Jungeln. Wenn einfach hirnlos gepinkt wird. Ich habe geguckt, ob der Red Buff da ist, aber der ist natürlich nicht da. Okay, Lee Sin timed den Blue Buff, so wie es aussieht. Ah, nee, stimmt, wir haben den gemacht und der hat gepinkt. Hier, wir machen den für dich, aber er ist nicht da. Guck mal, wir haben gepinkt, dass er hochkommt und der Jax fightet ihn trotzdem. Na gut, er hat die Shyvana auch gut unter Kontrolle, aber trotzdem. In 2 gegen 1. Oh. Er bleibt doch nochmal in der Mitte. Ich bin auf der Top, werde nicht gesehen. Sie scheint aber was zu vermuten. Jetzt hat sie gewardet, okay. Ja, sie hat gewardet, ich gehe nochmal rein. Twisted Fate. Oh Gott. Oh Gott. War das sein Ernst, dass er von hier dahin geportet ist? In Tower Range auch noch. Okay. Twisted Fate, okay. Mach das nur. Wenn du das für richtig hältst, ist alles in Ordnung. So, Lee Sin wurde gesehen unten. Sehr gut. Lee Sin steht 0-1-2, ich stehe 1-1-5. Hier. Einfach der Lee Sin war da, Lee Sin läuft weg und dann komme ich zum Ganken. Ja, der Lee Sin weiß nicht, wie er drauf klarzukommen hat, wenn ein gegnerischer Hacker im Jungle ist. Einfach ein viel, finde ich, ein viel größeres Gankpotenzial hat als ein Lee Sin. Zumal es bei Hackerim eigentlich fast schon egal ist, ob du gesehen wirst, weil du kannst da eh in 0, nichts reingehen in den Fight. Selbst wenn du gesehen wirst, du bist schneller als die Gegner. Ich habe nämlich auch meine Boots of Mobility für noch mehr Movement Speed. Lux ist da, wurde gesehen durch die Prima Ward hier unten. Ja, und Twisted Fate lässt sich wieder auf den Fight ein. Wir gehen alle hinterher, ich bin drin. Gut, keiner soll da in den Jungle reinlaufen. Ezreal macht es. Ja, die ist fast tot. Die ist fast tot. Ja, Ezreal wird zu viel. Er hat seine Ulti. Shyvana bei mir, ich gehe hinterher. Leona ist da, ich töte Leona. Da ist Lux, da ist Shyvana, beide fast tot. Oh, der Twisted Fate. Das war wieder so mit 10 HP in 2 Leute rein ulten. Es hat seine Ulti. Ich habe auch gesagt, dass er seine Ulti schießen soll, aber es kommt nichts. Jetzt kommt sie. Oh, nicht genug Damage.
Er hat zu viele Minions gehittet. Er hätte von hier schießen müssen, damit kein Gegner vorher getroffen wurde. Um danach zu ultien. Egal. Wir haben einen Tower. Das war der erste Tower in dem ganzen Spiel. Ah, der zweite Tower wird nicht fallen. Als nächstes hole ich mir Iceborne Gauntlets. Mit Hackerim, weil es auch ein sehr, sehr starkes Item ist, weil ich danach, wenn ich einen Spell benutze, den Gegner treffe und ihn danach noch Auto-hitte, beziehungsweise nach jedem Spell, den ich benutze, der nächste Auto-Hit slowt die Gegner. Und das ist halt natürlich sehr, sehr stark. Oh, gleichzeitig gewardet. Da schreibe ich auch das Timing. So, Pink Ward geklärt, Drache ist frei. Normalerweise müssten wir da gesehen werden. Ich habe da gewardet. Also ich finde es eigentlich ganz gut, so wenn man als Jungler auch Wards kauft. Weil einige Lanes machen das nicht, wie zum Beispiel der Twisted Fate. Also jetzt nicht mehr. Jax hat keine Wards mehr. Deswegen, ja, finde ich es gut, als Jungler zu warden. Wir sehen alle. Ich habe noch eine Ward gestellt. Ja. Schöner Snipe versucht, doch ich habe ihn gesmited. Oh, Shyvana portet hier rein. Und steht drin. Muss dann raus ultien. Und jetzt muss eine perfekte Ulti von mir kommen. Zack. Komplett durch. Ich gehe auf die Lux. Also wir splitten uns ein bisschen. Shyvana stirbt. Und jetzt gehen wir alle hier in diese Richtung. Sehr gut gemacht. Ja, Twist Fate wird natürlich getroffen. Aber es war richtig gut gemacht vom Jax. Und er wusste genau, was abgeht. Oh, die Ulti. Genau. Was machst du jetzt? Ja, er versucht wegzuporten. Mit Teleport. Oh, sein Rapper hat sich noch getötet. Oh Gott. Das war schon so ein kleiner epischer Fight, ne? Hier so. Er versucht auch Teleport zu benutzen, um wegzukommen. Und da hat er nichts gebracht, weil er gestunt wurde und alles. Oh, wir haben den dritten Tower. Von daher hat es sich gelohnt eigentlich. Mein Chef war der Einzige, der gestorben ist und wir hatten 3 Kills. So, jetzt auch nochmal backporten für mich. Aber auch wieder knapp 1000 Gold. Ich glaube, ich hole mir jetzt die Homeguards, aber nein, doch nicht. Keine Homeguards. So, nochmal eine Ward mitgenommen. Oder? Ist es zwei? Nee, ich glaube anscheind eine. Gegner machen den Mid-Tower. Ich vermute mal, dass er fallen wird, weil niemand in der Nähe war. Ja. Ja. Hier wird 1000-mal gepinkt jetzt, weil alle nicht gucken. Ja, bei Jax war es klar, dass die Shyvana kommt, aber er fightet sie und guckt mal, wie viel Schaden er macht. Er hat ihr ein halbes Leben runtergekloppt und ist noch full life. Mit einer Kombi. Oh, oh. Und da wollte er zu viel. Jeff ultiert. Er ist nach oben gekommen. Jetzt nur den Fokus behalten. Sehr gut. Shyvana ist tot. Ah. Jax hat den Sprung nicht mehr hingekriegt. Oh Gott. Er flasht hinterher. Ah. Warum auch immer. Tristana ist geflasht von hier nach da. Und ja, Leona ist tot. 7 zu 18 nach 24 Minuten ist doch ganz entspannt. Twisted Fate geht hier oben back. Jax ist bei uns, sollte auch back gehen. Also wirklich mit 500 HP fighten will ich nicht wollen. Oh, jetzt habe ich die Kamera wieder verstellt. So. Ich mache Red Buff ganz gemütlich. Und schaff's dann noch locker zu entkommen.
musste meinen Ghost zünden. Rissana kommt rein, wir fighten sie. Ich habe einen Kill bekommen. Als nächstes auf Lee Sin. Ich bin durchgeultet. Einmal komplett in allen. Krieg einen zweiten Kill. Jax kriegt einen Kill. Ja. Aber man sieht's, Hackerin tot zu kriegen in einem Teamfight ist nahezu unmöglich. Ich habe den Red Buff gemütlich gemacht, bin weggelaufen. Und ja, wir konnten hier gemütlich fighten. 5-1-8 steht auch mittlerweile, also eine ganz, ganz gute Statistik. So, noch eine Ward gesetzt, die ich hatte. Twisted Fate auf der Top Lane. Hat anscheinend Teleport benutzt, so wie es aussah. Naja, macht schon guten Schaden gegen die. Ich gebe back. Ah, haben wir direkt die Iceborne Gauntlets geholt. Sehr gut. Allerdings müsste ich mir die Homeguards holen, einfach weil ich dann so ultimativ schnell bin, wenn ich aus der Base rausrenne. Ich habe jetzt schon Movement Speed von... hier, 476. Also auf jeden Fall ganz in Ordnung ist. Gegner haben versucht zu surrendern, 3-2, denken sie gewinnen das noch. Ist ja ganz okay. Weil dafür brauchen sie halt wirklich einen ultimativen Teamfight. Aber dafür standen die bisher nicht richtig, um zu fighten. Weil Tristana springt die ganze Zeit einfach in jeden rein. Also wirklich, in das Team springt sie rein. Habe ich seinen Red Buff gesmited oder was? Keine Ahnung. Ah ne, stimmt, wir haben gewardet. Hier, er war hier, hat da eine Ward gestellt, ich habe die Ward gestellt und wir beide sind aneinander vorbeigelaufen. Es war so witzig, er kommt von hier, wardet. Ich komme von hier, warde. Und wir haben uns hier gesehen, also hier mittendrin und sind einfach vorbeigelaufen. Hatten beide keinen Bock irgendwie zu fighten oder so oder irgendwie groß Action zu machen. Finde ich auch cool, wenn es so Aktionen gibt. Also wenn man wirklich dann denkt so, gut, wir fighten jetzt immer nicht, wir wissen nicht, was da noch kommt und spielen dann safe. So, sowas kann man machen. Also man muss nicht immer wirklich ein Go auf den Gegner machen. Das wäre ja voll hirnrissig. Jax alleine gegen 4. Jetzt gegen 5. Tristana kommt noch, unsere Zeit Rache zu machen. Ja, weil helfen konnten wir ihm nicht in dieser Situation. Wir hätten viel zu lange gebraucht, am besten 4 gegen 5 gewesen. Deswegen machen wir lieber Drache. Wenn die Gegner sehen, auch Lux hat ihre Ulti gewastet für den Fight, wobei Jax auch so gestorben wäre. Und das heißt dann für uns Drache. Ziemlich easy. Naja, jetzt wird eh nicht mehr viel passieren, also wir werden es nur noch uns auf den letzten Fight vorbereiten und dann womöglich das Spiel beenden. Wenn es möglich ist, also wenn unser Team auch bereit ist, das Spiel zu beenden. Weil wenn wir jetzt noch mal einmal wirklich dumm fighten und wir werden geaced oder so, ich glaube, dann haben die Gegner mehr als genug Zeit, um einiges aufzuholen. Die könnten Tower machen, könnten Baron machen. Und somit wäre das Spiel dann doch nicht ganz gewonnen. Also wir führen vom Gold her 13.000. Knapp. Was wirklich eine ganze Menge ist. Tristana wastet ihren Sprung alle 3 Sekunden. Ist auch nicht verkehrt. Da ist Twisted Fate. Da komme ich jetzt noch dazu. Wir sind 4, wir sind 5. Twisted Fate benutzt seine Ulti. Das heißt, wir sehen sie. Leona hat geultet, hat mich komplett getroffen. Sehr gut. Habe ich meine Ulti noch? Ich habe meine Ulti noch. Das heißt, selbst für den letzten Fight unterm Tower würden wir sie töten können. So, Lux hat den Stun nicht mehr. Das heißt, eigentlich müssten wir rein, aber ohne Minions geht das nicht. Und vor allem, wenn die Minions hier stacken und wir hier fighten, bringt das überhaupt nichts. Deswegen müssen wir die nächsten Waves clearen, die jetzt kommen. Und einfach nur safe spielen. Ja, jetzt gleich kommen die Minions. Jax macht einen Blue Buff. Estral, ja, wir machen da einen kompletten Jungle einfach.
Jax geht auf die Top, wir warten auf unsere Minions. Ja, das ist wieder sowas, ne? In der Base Backport. Ja, hier wird der Port unterbrochen. Sie läuft einen Schritt nach hinten und portet einfach nochmal. Ey, ganz ehrlich, wenn du hier stehst, du bist schneller, wenn du läufst. Es ist, ich würde schon fast sagen, bewiesen. Du kannst genauso schnell zurücklaufen, als wenn du hier stehst, backportest. Also es ist so hirnrissig. Jetzt, wenn ich das sehe, ich einfach mit, keine Ahnung, mein Kopf auf den Tisch schlagen, Alter. Weil das so unnötig ist. 8 zu 22 steht es mittlerweile, ganz in Ordnung. Twisted Fate hat den Blue Buff gepinkt, obwohl Jax den gemacht hat. So, wir holen jetzt einfach die Tower. Ezreal ist auf der Botlane, ich und Soraka sind in der Mitte. Tristana in... Oh, außerhalb der Base, springt er wahrscheinlich gleich rüber. Ja, rübergesprungen. Oh, so viel Damage gekriegt. Ah, Jax will fighten. Die Lux. Ja, und da ist sie tot. Ezreal weiter auf der Botlane. Twisted Fate hat geultiert. Wieder in Tower Range. Kriegt allerdings diesen Kill. Wunderbar gemacht. Ja, Ezreal hat ein bisschen gepusht. Er wird den nächsten Tower noch machen. Oh, Jax gegen 2. Ich habe Ezreal kriegt den Tower ungestört. Völlig ungestört auf der Botlane kriegt er den Tower. Wir kriegen den Tower hier oben. Leona hat einen Go gemacht, sie ist tot. Auch ein Kill für mich. Ezreal wird ja den Inhibitor auch bekommen. 4 zu 1, Gegner haben surrendert. Sieg für uns. Ja, wunderbar. Hat ja funktioniert. Zweites Promotion Games. Das erste, was gewonnen wurde, das erste war verloren. Das zweite, also das hier, war jetzt gewonnen. Das heißt, bleibt nur noch eine Chance. Also jetzt das letzte Spiel entscheidet, ob wir, also ob ich Silber 4 aufsteige oder in Silber 5 bleibe. War eigentlich ein relativ gutes Spiel. Man hat viele Fehler gesehen. Also jetzt beim Twisted Fate vor allem mit seiner Ulti, die er da teilweise nicht benutzt hat, beziehungsweise einfach an Orten benutzt hat, die wo es einfach nicht wirklich notwendig war. Ich habe leider keine Ezreal-Ulti-Snipes gesehen. Das hätte mich auch gefreut. Aber gut, kann man nichts machen. Ansonsten war es eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben schön gegankt, also ich habe schön gegankt. Das hat uns wirklich einige Vorteile ermöglicht. Aber ich finde, so ein Ergebnis ist für ein normales Spiel, also normales Ranked, finde ich es vollkommen angemessen. Also jetzt, ich halte auch nichts von den Spielen, wo wirklich 4 Millionen Kills fahren, also wo es dann 42 zu 43 steht und ein Team gewinnt. So, das spricht für mich nicht für ein gutes Spiel. Ganz ehrlich, das ist einfach dann nur zu viele Fehler, die passieren, wo jeder Vollidiot in einen anderen Vollidioten reinrennt, wo die dann alle sterben, und das zeugt nicht von Teamplay oder von Skill, wenn es so viel steht am Ende. Wenn es 8 zu 25 steht, dann hat man den Gegner dominiert, war besser als er, hat seine Chancen genutzt und fertig. So, das ist, deswegen sind so Ergebnisse, finde ich so Ergebnisse viel, viel besser. Ja, wie gesagt, eins gewonnen, eins verloren. Das nächste Spiel wird entscheiden, ob ich in Silber 4 aufsteige oder in Silber 5 bleibe. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!